Nummer 4. Viele von euch denken sicher, Schimpansen seien Veganer, die nur Obst in sich hineinstopfen. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sie begehen gnadenlos Massenmorde an kleinen Affen und das nicht nur, weil es nichts anderes zu essen gibt. Sie jagen und fangen aktiv jedes Opfer, das sie finden können und schicken es mit ungefilterter Gewalt direkt in den Himmel. Wenn ihre Jagdtaktik funktioniert hat und der Affe gefangen ist, reißen sie ihm Arme und Beine ab und teilen sie brüderlich untereinander auf. Mit ihren ca. 40 bis 60 Kilogramm purer Muskelmasse können Schimpansen jeden schwachen Menschen mit einem Hieb K.O. schlagen und haben eine etablierte soziale Hierarchie, die durch heftige Prügeleien bestimmt wird. Das bedeutet, dass jeder, der anfängt, Scheiße zu reden und sich aufzuspielen, sofort vom Stärksten der Gruppe zu Brei geschlagen wird und nur durch göttliches Glück überlebt. Jeder Mensch, der einen solchen grausamen Angriff erleidet, würde an den schweren Schäden sterben. Nummer 3. Ein Zeichen intelligenter Tiere ist ihre köstliche Vorliebe für Gewalt gegen andere. Und unsere psychopathischen Freunde, die Orcas, sind da keine Ausnahme. Denn wie wir Menschen lieben sie es, alle minderwertigen Tiere zu quälen und zu töten. Und du brauchst jetzt gar nicht so zu tun, als wärst du anders. Wir wissen beide, dass du schon sehr viele Insekten getötet hast, als du klein warst. Wo ist also der Unterschied zwischen dem Orca, der die Scheiße aus einer Robbe rausprügelt,